Du machst Intro, ich bewege meine Lippen. Was geht ab? Warte, okay, das war gerade zu denkend spontan. Nein, mach doch das Intro. Mach doch einfach. Okay, was geht ab? Wir gucken uns jetzt, erkennen die... Ich war gerade zu spontan. 3, 2, 1. Was geht ab? Wir gucken uns jetzt, erkenne den Minderjährigen an, ob meine Frau das errät, die beste Frau der Welt, die ich mit nach Dubai nehme, ob sie es errät oder nicht, das steht in den Sternen. Viel Spaß beim Video, let's go. Digga, mir geht's gut. Bei dir so? Bruder, mir geht's super. Mir ist eine Ehre, neben Flying Uwe zu sitzen. Das ist schon echt was Besonderes, muss man sagen. Auf YouTube-Urgestein. Von zwei Seiten hier gerade. Ich hab ihn gerade draußen gesehen. Ich war einfach Groupie. Können wir ein Selfie machen? Ich bin auch ein bisschen am Zittern. Ich schwöre, Digga. Ja, ist echt eine Ehre für mich. Ich war auch dabei. Ich weiß. Aber er war echt sehr freundlich. Sehr nett. Sehr Uwe ist super Typ, Digga. Wirklich. Ich schwöre, er ist einer der nettesten, die ich jemals getroffen habe. Der war auch mit Lemmy direkt voll. Ich schwöre, ja. Ist cool, dass... Der hat direkt meine Tochter so einen High-Kick gegeben. Das und jetzt nicht, okay, aber... Okay, das nicht, der passt. Okay. Die in der Mitte sitzen darf, so ein bisschen so die Abi-Funktion hier, weißt du? Jawohl, geil. Was haben wir heute für ein Thema? Ja, Bro, wir haben was ganz Besonderes. Erkenne den Minderjährigen, haben wir heute hier. Boah. Das kann witzig werden, ne? Letztens war das ja ein bisschen, ne? Da war ein bisschen ernster. Das war das Ding. Wir haben mit Uwe so eine sehr ernste Folge gedreht. Oh, erkenne den Schicksalsschlag. Und ich habe schon gemerkt, Uwe musste sich sehr, sehr zurückhalten. Ja, das war echt. Krank. Aber jetzt können wir so richtig ein bisschen gucken, was Phase ist. Jetzt könnt ihr alles rauslassen. Alles rauslassen. Geil, ich freue mich. Ich feier sowas. Boah, es ist warm, ne? Voll Durst, Digga. Ich habe auch Durst. Deswegen eine schöne Abkühlung mit Air Up. Air Up kennt ihr ja schon. Ja, wer kennt das nicht? Sogar meine Tochter hat das, Digga. Deswegen, ich liebe Air Up, weil ich bin ein extremer Wassertrinker. Der sagt noch zu mir, Sammy, nicht wie letztes Mal. Weil letztes Mal haben die sich beschwert von Air Up, ja? Ehrlich? Ja. Warum? Du machst doch immer gute Dinge. Weil ich so übertrieben, oh mein Gott! Und so, ich habe voll übertrieben. Sagt Sammy, bitte chill. Aber wo sind immer die Sachen, die du da kriegst? Boah, ich vergesse die immer, weil ich so weit nach Hause fahren muss, ja? Ich habe noch nie diese Air-Up-Flasche gesehen. Ja, ich schwöre. Ja, weil ich habe Uros, Digga, was brauche ich Air-Up? Trinker, ich trinke sehr viel Wasser. Und es ist natürlich geil, wenn ihr trotzdem einen anderen Geschmack habt, obwohl ihr am Ende des Tages trotzdem nur Wasser trinkt. Schön kalorienarm, kein Zucker, kein Fett, einfach nur Wasser, wie man es braucht. Genau, weil es wird ja über die Nase aufgenommen und du denkst, du trinkst halt quasi was anderes, obwohl du am Ende des Tages nur Wasser trinkst. Und Kokosnuss ist so mein Favorite. Wie funktioniert das jetzt hier? Einfach rüberstülpen, ne? Genau, einfach drauf machen, hochziehen. Oh, was korrekt, ich gucke mir sogar seine Werbung an. Seien wir ehrlich. Und genießen. Wie rum, so rum? Olla, er abschickt mir mindestens 3 Schmille jetzt. Guck mal raus. Ich habe gerade 40.000 Zuschauer. Das könnt ihr nicht nachempfinden, weil ich es nicht sehe. 40.000 Zuschauer, schickt mir 3 Schmille jetzt. Und jetzt hochziehen. Ja. Ganz wichtig, dass du hier hochziehen. Hier hochziehen. Ah, okay, so ein bisschen Lüftung. Und am besten auch nicht so trinken, sondern unten lassen. Und dann. Ja, okay. Hast du noch nie probiert? Bei meiner Tochter einmal habe ich so gemacht. Irgendwie passiert da hast du nicht so viel gemerkt. Ja, genau. Seitdem wir unser erstes Placement für die gemacht haben, bist du nur noch am Air abtrinken, gell? Oh, die ganze Zeit. Deswegen ist alles so ein Büro-Trinken, das halt auch. Ja. Weil es ist natürlich so, wir alle trinken Wasser, so. Mhm. Und deswegen... Ah, das Wasser! Geil. Ja, deswegen, da habt ihr verschiedene Geschmäcker, könnt euch gerne was nehmen. Also ich habe hier Orange Vanille und das schmeckt wie Ed von Schleck. Kennst du das Eis? Nee. Na, echt? Boah, sehen alle echt minderjährig aus, ne? Extrem. Also höchstens kann es so sein, dass hier jemand 18 und ein Tag ist oder so. Mm. Weil das ist echt kritisch gerade. Ich glaube, alle sind so im Bereich 18, 19. Ja, ich hätte jetzt gedacht, alle sehen aus wie so 25 und daraus herausfinden so, aber irgendwie... Hast du ein Bauchgefühl? Oh. Hätten die mich geholt, ich hätte mich auch dazu stellen können, Digga. Stimmt. Ich als Vater, Digga, krieg aber bei 1 Grad... Vielleicht laden die dich für Ü50 ein. Ah, Kameras noch an. So Vater. Der war stark, der war aber, gut, oder? Der war gut. Den hast du innerlich gefeiert. Ja. Instinkt so. Aber nee, gerade nicht, die sind auch alle richtig jung, aber alle. Stell dir vor, jemand ist einfach so richtig alt. Weil wir haben ja auch einen bei uns im Team, der wird dieses Jahr 30. Okay. Aber kennst du Chris? Nee, vom Sehen her vielleicht. Ich muss jetzt ein Bild zeigen. Aber wie alt ist er eigentlich? Warte. Ich kann ihn mal schätzen hier kurz. Ich kenne ihn wirklich nicht. Wenn du ihn jetzt siehst. Wir können ja gleich mal ein Bild einblenden, die Zuschauer kennen ihn ja schon. Ach krass. Was schätzt du? Der sieht echt aus wie ungelogen so 9. Chat, was sagt ihr? Alina, was sagt ihr? Wie alt sieht er aus? Ich sehe nicht so richtig. Ja, hier siehst du es doch. Warte. So
19? Ja, der ist über 30, ja. So. Was? Der wird 30 dieses Jahr. Krass, das ist heftig, Alter. Stell dir vor, unter den Teilnehmern auch so. Ja, ja, genau, das ist halt das Problem, ey. Ich sag die ganze Zeit, warum sagt Nahim nicht, guck, Sammy ist auch Ding und so. Verstehst du? Ich sag, warum macht er das nicht, Digga? Ja, versteht ihr? Gemein, Digga. Sammy ist auch 30 und so. Was und so? Krass, hätte ich niemals gedacht. Aber Nahim ist doch auch so. Gar nicht so alt, oder? Nahim ist 12 oder 22 oder 23 oder so. Krass. Ja, dann würde ich sagen, kann sich die erste vorne rechts einmal vorstellen, bitte. Erste Kandidatin. Hi, ich bin Alina, ich bin 17 und ich komme aus Frankfurt und... Alina, alle, sag doch, dass du da aufgetreten bist, Digga, ja? Ich bin das nicht, okay? Ich bin das nicht. Hast du jetzt geleakt, oder wie? Ohne Kopftuch, oder was? Habe ich nicht geleakt. Ich gehe noch zur Schule. 17, okay. Ja. 17. Weiß nicht, Bruder. Welche Klasse geht man denn so mit 17? Schule, technisch? Was ist da bei dir los? 11. gehe ich, aber also ich war in der 11. Ich wiederhole jetzt nochmal. Schwierig. Schwer. Ey, Uwe, ja. Wenn du sie jetzt anguckst, wie für alt willst 17. du dich schätzen? 17? Ja. Für mich 15, ja? Ehrlich? Ja. Alle weit. Also sie sieht auch mit der in der Mitte, sieht sie am jüngsten aus. Die sehen, also ich schwöre, wenn ich jetzt ohne Ding, weil ich da war und ich weiß, wer es ist, ich habe alle angeguckt. Die sind für mich alle so 15, 16 so. Nein, nicht unbedingt. Alle? Also es so gibt keinen, der für mich älter aussieht, um ehrlich zu sein. Ja, ich weiß nicht. Wir gehen alle durch. Okay. Du darfst mich nicht so viel beeinflussen. Ich sag gar nicht. Hör einfach nicht auf mich. Okay. Hör nicht auf mich. 15? Nein. 15. 15 hätte ich jetzt nicht gesagt. Echt? Ja, ja. Die sehen alle aus, wie als ob die vor 2 Wochen geboren sind, Digga. Ja, ja. Guck mal. Sag mir jetzt, wer von denen wie 18 aussieht. Der hinten links. Der sieht wie 18 aus. Ja. Meinst du ernst? Ja, der sieht aus wie mein Bruder mit 18. Also für mich, der sieht aus wie jemand, der das erste Mal Kindergeld jetzt bekommt. Der ist so 16. Dann denk mal an meinen Bruder, wo er 18 ist. Nein. So, guck mal, wie der sich anzieht. Das ist so dieser Alter, du rauchst zum ersten Mal einen Zug von Zigarette. Das nein, ist dieser das ist nicht. Poster noch in dein Zimmer aufgehängt und so, dies, das. Du machst so komische Bilder, so. Kennst du noch diese Bilder mit halbem Gesicht? Ja, das genau das hier so. Das mit genau Stirn der weg. So. Oh mein Gott. Der sieht aus, als ob er gerade so eine von den Mädels. 10. Klasse ist. So. Ja, der sieht auch jung aus. Die sieht aus wie so, vielleicht frisch 18 höchstens. Die sieht aus wie 15, Digga. Ja, sie sieht sehr jung aus und die rechts auch. Okay. Ich muss auch echt sagen, sie sieht am jüngsten aus, finde ich. Ja. So vom Gesicht her, gell? Ja, sie ist irgendwie am jüngsten, so frech. Frankfurt, ne? Frankfurt, Alter. Jawohl. Rauchst du Joints? Nein. Okay, ich wollte nur wissen. Aber warte mal, sind das so Festival-Armbands oder was ist das? Ja. Was zum Beispiel, was steht, welche? Also einmal Kessel-Festival, das ist von, da war ich in so einem Camping in Rom. Und das rauchst du Joints und so, Chat, die Frage werde ich noch bereut haben, Digga. Das war ein Armband, weil die mir keinen Alkohol geben durften. Entweder ist das jetzt Tarnung, weißt du? Ja, das ist safe Tarnung. Ja, ja. Das ist so safe Tarnung. Ahmed hat dann gute Arbeit geleistet. Ja. Naja, bind mal um, so darf man erst alles ab 18. Vielleicht ist es auch ein Club-Armband, weißt du? Ihr könnt drauf gucken, ja, genau. Da steht Konzert drauf. Komm mal her, bitte. Ja. Es war am Freitag, deswegen habe ich das noch an. Was ist das hier? Das Rote von Kassel Festival. Und das Gelbe? Es war in Rom Camping. Ach so. Mit der Klasse. Also wo steht da jetzt, dass du keinen Alkohol trinken darfst? Ja, die haben mir das halt einfach gegeben. Die haben gesagt, alle unter 18 müssen dieses scheiß Armband tragen wegen Alkohol. Und ich muss auch. Warum hast du das noch an? Das ist so ein Papierarmband, sowas hat man noch nicht um. Ich behalte das immer an, ich habe das ja auch. Das ist das, Uwe. Die anderen kann ich verstehen, okay, das sind diese Festivals. Nur Babys behalten sowas. Ein auf Erinnerung. Ah, so, ich komme gut rum und so. Ich bin unterwegs. Die ist schon jung, nein, die ist niemals 18, Bruder. Aber sie machen es auf jeden Fall gut. Deswegen danke dir erstmal, dann machen wir erstmal mit der nächsten weiter. Hi, ich bin Asya und ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Hannover. Ja, die ist 40, Bruder. Ja, die ist älter auf jeden Fall. Wir waren mit Uwe in Grundschule, Digga. Ja, genau. Bist du auch 36? Nee, aber die ist auf jeden Fall älter. Sagen. Wie die aber alle 17 sagen. Ja. Also beide jetzt haben. Also ich sag dir ehrlich, ich habe die auf 24 geschätzt. Also jetzt, wo sie geredet hat, habe ich sie auch älter geschätzt. Ja. Und die 17 kam nicht so flüssig.
Okay. Aber man darf auch nicht vergessen, vielleicht wollen die uns gerade so ein bisschen in die Irre führen, weißt du? Weil ich sah mit 17 auch nicht aus wie 17. Schwierig. Welche Klasse gehst du? Also jetzt nach den Ferien komme ich jetzt in die 12. Die 12, okay. Was willst du mal beruflich werden? Also ich habe überlegt, Richtung Polizei zu gehen. Aha. Wann hast du Geburtstag? 6.11.2005, also auch mit Jahr 2005. 2005, was bist du für ein Sternzeichen? Skorpion. Okay. Aus welcher Stadt kommst du? Hannover. Wie lange bist du hierher gefahren jetzt? 20 Minuten nur. 20 Minuten. Also aus Finnhorst komme ich deswegen. Ach so, okay. Bist du selbst gefahren, ne? Nee, ich bin mit meinen Schwestern da. Mhm. Also ich mache noch meinen Führerschein deswegen. Also bin noch. Wie viele Fahrstunden hast du schon? Boah. Schwierig. Ja. Viel. Also ich habe ehrlich aufgehört zu zählen, weil es ist halt wirklich viel. Nee, man, also man zählt doch gerade mit, damit man die Prüfung endlich machen kann, oder? Ja, aber das Problem ist halt, ich bin so eine Person, ich muss mir richtig hundertprozentig sicher sein, ja. Dann will ich in die Prüfung. Das hat auch richtig lange gedauert bei mir mit der Theorieprüfung. Mhm. Du weißt nicht, wie viele Praxisstunden du hast? Nee, also ich habe halt viel. Aber es kostet auch viel Geld, ne? Wie viel hast du jetzt schon bezahlt? Also pro Stunde ist, glaube ich, so um die 45, 50? Was? Also kommt drauf an, was es ist. Bei 50. Nacht. 45, 50? Ja, ich war doch, mehr. Pass auf. Ich war doch vor kurzem hier bei der Fahrschule bei mir, Tradis, gell? Die wollten 90 Euro für eine Fahrstunde haben. Und bei meiner Freundin, sie arbeitet in einer Fahrschule, die nehmen auch 70 oder 80 Euro. Das ist unglaublich. Also 45 Euro ist auf jeden Fall, keine Ahnung, was sie findet. Vielleicht hat sie auch eine andere Fahrschule. Auf Brüßbasis oder so, aber Familie oder so, weiß nicht. Fahrt ist ja anders. Wie viele Nachtfahrten hast du schon gemacht? Zwei, glaube ich. Das stimmt dann nicht. Das ist so ein bisschen, wirkt schon so, als hätte sie ihren Führerschein schon vor fünf Jahren gemacht. So. Ja, entweder das oder gar keine Ahnung davon, weil es noch keine 18. Ja, so. Naja, aber. Nee, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist da faul. Warum weiß ich nicht? Das check ich nicht. Ich habe meine Fahrstunden gezählt, Digga. Ja, und gerade wenn man mit 17 Jahren den Führerschein macht, muss man da nicht noch so eine Begleitperson angeben und so? Davon hat sie nichts erwähnt. Ja. Oder muss man das nicht? Wer ist denn eine Begleitperson beim Führerschein? Also ich habe jetzt meine Mutter eingegeben. Okay. Wie alt ist deine Mutter? Oh, gute Frage. Oh. Boah, Digga, ja. Ich wüsste direkt, ich kenne jeden Geburtstag von meiner Familie auswendig. Abdi, Pauli, Dankeschön für den 20. Monat. Ich weiß auch von deiner Mama. Ja? Ja. Ich hab vergessen. Warte, nein, sag nicht. 28. Dezember. Ja. Du überlegst du gerade? Ja. Und ja? Das will ich nicht sagen. Okay. Hier stimmt was nicht. Irgendwas stimmt da. Hier stimmt was nicht. 46. Und du bist wie alt nochmal? 17. Wie viele Geschwister hast du? 2. Junge. Also ältere. Okay. Ja, dann haut das schon hin. Aber irgendwas ist bei dir nicht koscher, deswegen die nächste Mal jetzt, oder? Würde ich auch sagen. Deswegen danke dir erstmal, machen wir erstmal mit der nächsten weiter. Ich heiße Melike, ich bin auch 17 Jahre alt und komme aus Mühlacker. Auch wieder 17. Aber Nahim, jetzt ganz ehrlich, guck sie dir an. Sieht sie aus wie 18? Das Ding ist, sie könnte auch so 25 sein, aber sieht einfach so. Wisst ihr, was ich gemerkt habe, als sie vor uns stand, haben wir doch gesagt, komm mal her. Ja. Da habe ich richtig die Vibes gemerkt, irgendwie, die ist mir zu jung. Ja. Kennst du, was ich meine? So? Ja. Vielleicht müssen wir mal einmal alle herholen, einmal mal so in die Augen gucken, dann merkt man vielleicht. Ja, kannst du mal kurz näher kommen? Einmal kurz herkommen bitte, ja? Gehst du zur Schule, Klasse? Ich habe jetzt meinen Abschluss gemacht dieses Jahr, ja? Die 10. Klasse. Was für einen Abschluss macht man also? 10. Klasse? Mittlere Reife. Aha. Was willst du jetzt werden, machen? Ich fange meine Ausbildung an, nach den Sommerferien. Ja. Beim Finanz. Was hast du für einen Eindruck? Schwierig. Also Ziel des heutigen Formats ist, die Minderjährige zu suchen. Ja, ich weiß. Und was schreibt Nadine? Abo, Stimme, sie redet doch extra so. Ja, das kann gut sein. Die müssen sich halt jünger machen, wenn sie oder älter sind. Oder sie ist extra hingegangen, weil sie sich jung anhört. Könnte auch sein. Finanzamt. Okay. Als Finanzwirt. Also mittleren Dienst und nicht der gehobene Dienst. Und was machen wir mal mit Finanz? Was wäre denn dein Job? Steuererklärung anschauen. Ja. Ah, wir dürfen nicht zu viel analysieren hier. Ja. Was kam jetzt bei dir an, als sie hier war? Es könnte auch wirklich älter sein, muss ich sagen. Ja, ich habe auch gedacht, vielleicht arbeitet sie schon beim Finanzamt. Ja, deswegen. Weißt du? Und hat mit Absicht so, Steuererklärung irgendwie so. Ja, genau. Was für Steuern muss denn ein Selbstständiger bezahlen? Also jeder zahlt Einkommensteuer. Mhm. Und ich denke mal, der zahlt Umsatzsteuer. Mhm. Ich denke mal, er hat keine Lohnsteuer, weil er ja nicht angestellt ist. Was noch?
Weiß ich nicht. Ey, du willst doch da arbeiten. Ja, aber das ist gespielt, das ist gespielt. Das wüssten sie doch wenigstens so ein bisschen. Also mein Vater arbeitet auch mit Steuern und der hat mir halt vorgeschlagen, du kannst die Ausbildung doch machen, wenn es dich interessiert. Der arbeitet mit Steuern? Also ja, der ist Unternehmensberater und Steuerberater. Boah, das wirkt alles sehr gespielt, muss ich sagen. Auch so ein bisschen, die Stimme ein bisschen höher, so. Spaß, nein. Aber also ich bin sehr nervös, ich habe voll das Herzklopfen und mir ist auch voll warm. Ich weiß nicht, wie. Ja, mach entspannt, alles gut. Hast du aber die Vollmacht, hat deine Mutter die Vollmacht unterschrieben, dass du heute hier mitmachen darfst? Nein, also meine Mutter weiß noch nicht, dass ich hier bin. Ah, die weiß nicht, aber wenn du 17 bist. Boah, das ist ein sehr guter Punkt. Wenn du 17 bist, dann musst doch deine Eltern zustimmen, dass du hierher kommst. Oh mein Gott, das war ein sehr, sehr guter Punkt. Hä, aber ihr habt mich ja nicht gefragt, dass ich. Also, von euch hat ja keiner gesagt, dass ich. Ich bin mir sicher, dass Ahmed da so eine Schrift und Dings fertig gemacht hat, so bis zu 18. Wenn nicht, hier, deine Eltern müssen unterschreiben. Muss ja eigentlich hier mitmachen. Ich habe vorhin nur unterschrieben wegen Foto und Video, so, aber dass man mich sehen darf. Nee, weil du volljährig bist, hast du unterschrieben, ne? Du hast sie abbekommen. Also, ja, jede Bilder hier muss aber sofort. Eltern müssen unterschreiben. Hä? Darf sie das alleine unterschreiben? Also eigentlich nicht. Vielleicht haben die es noch nicht gemacht. Weiß man nicht. Okay, okay. Aber eigentlich, die Eltern müssen dafür unterschreiben eigentlich. Ja. Dennis offiziell. Aber ich kann eine Sache sagen, weil die Sache wurde danach auch gesagt. Mhm. Ist das jetzt dein Ding? Ja. Keiner hat unterschrieben. Okay. Also kein Elternpaar von niemand hat unterschrieben. Mhm. Dass du Bescheid weißt. War gut, das war ein sehr guter Call. Ja. Sehr guter Call. Sorry. Tut mir leid. Das war auch fast schon dreist. Das war dreist, gell? Okay, dann dank dir erstmal, dann machen wir erstmal mit dem nächsten weiter, bitte. Moin Jungs. Ich bin Maxim und ich bin 16 Jahre alt. 16 sogar. Heftig. Aber der kommt auch wie 16, Bruder. Größe hat auch nichts zu sagen. Nichts. Also Körpergröße, ne? Nee, hat echt nichts zu sagen. 16, in welcher Klasse bist du? Ich bin jetzt fertig mit Schule. Ich fange jetzt im September Ausbildung an. Was für eine Ausbildung? Maschinenanlagenführer. Das Problem ist, keiner hat auch richtig Unreinheiten. Als ich 17 war, ich habe eine Pickelfresse gehabt, Digga. Hier ist ja gar nichts. Bisschen Priel, reinigt. Priel? Damals gab es noch Klerasil. Genau. Das ist Priel. Was für Priel? Für Geschirr. Ja, Digga. Bisschen Brill. Das Kind ist aber aufgeregt. Der ist locker 16. Lass den armen Jungen in Ruhe. Chat, Digga. Chill, der arme. Stell dir vor, der steht so in der Küche mit Brill. Der macht sauber. Der macht Brill. Krass, Digga. Ich dachte, Klärer sie werden. Alter. Heftig. Aber Jungs, sag euch ehrlich, ist auch bei ihm schwer. Weil so rein optisch, der kommt wie 15, Bruder. Ach, krass. Ich sag, er ist 19, Bruder. Meinst du? Ja, ja. Er ist 19. Der trinkt gern mal ein Monster, Digga. Der zockt bis Minecraft mit seinen Jungs. Der ist schon in der Ausbildung. Ja. Wann bist du 16 geworden? Mitte März. Welches Jahr? 2007. 7? Was? Boah, du lügst, ja? Rechne. Ich brauch nicht rechnen, ich weiß, dass du lügst. Weil du bist nicht 2007 geboren. Da kann ich rechnen, wie ich will. Zeig mal deinen Ausweis. Kann ich gerne machen. Na, hab ich drum gelassen. Ja, natürlich. Wie oft warst du jetzt in deinem Leben unterwegs und feiern in der Disco so richtig? Zu meinem ersten 16. Geburtstag einmal. Da warst du feiern? In der Disco, ne? Wo? In welcher? Das war Go-Park. Go-Park? Na, aber ist doch ab 18. Da ist freitags, ist das ab 16. Okay. Boah, ich überlege gerade, wie wir es. Hast du Tattoos oder sowas? Gar keiner. Kann ich gerne alles zeigen, ich habe nirgendwo irgendwas. Okay. Was zockst du gerne für Spiele? Meistens Valorant. Valo. Aber dafür muss man ja auch 18 sein, ne? Ja, dafür musst du 18 sein, ja? Ob sich jemand dran hält, ist ja was anderes. Ja. Was dein Ding? Welche Rank bist du in Valorant? Bronze. Boah, du bist scheiße, Digga, ja? Eigentlich Minderjährige sind krass. Die sind krass in so Ballerspielen. Ja, ne? Ja. Die haben Reflexe wie Bruce Lee. Er hat keine Zeit wegen seiner Ausbildung und so. Stimmt. Beginnt ja erst am September. Ach so. Ich habe noch ein bisschen Zeit, aber. Okay, du bist 17. 16 bist du. Du hast den Vertrag schon unterschrieben zu der Ausbildung. Ja. Auf welches Konto kommt das Gehalt der Ausbildung? Boah, bis ich 18 bin bei meinen Eltern. Boah, warum? Kannst du auch auf dein eigenes Konto lassen, Nein, oder? Ich hatte schon vorher auch ein eigenes Konto. Ja, das geht. Man kann auch auf dein eigenes Konto. Haben meine Eltern auch auf mein Konto die Vollmachten, deswegen haben die einfach. Ja, der ist raus. Ja, jetzt hat er sich gerade verhakt. Das war wieder ein guter Call. Da, ich hatte schon mit 14, 15 mein eigenes. Ich weiß auch. Gar nicht. Ja, safe. Natürlich. Ich habe Zeitung ausgetragen und so, habe Geld auf mein Konto. Sein Gesicht, das flaggert schon. Guck mal. Ja, ich bin ja noch minderjährig, da können die gefühlt machen, was sie wollen, noch mäßig. Guck mal, ich sehe an seinem Gesicht, ärgert, Augen drehen. Guck mal, der ist. Das ist vorbei. Ja, das Ding ist verhakt. Der Drops ist schon raus. Nee, der ist auch für mich durch. Ja, ich bin allgemein etwas zurückhaltend. Das ist ja kein Problem. Bist nervös und so. Denk an Valorant, alles wird gut. Dann danke dir erstmal, dann machen wir erstmal mit dem letzten weiter, bitte. Bronze, wie kacke.
Würdest du sagen, der ist volljährig? Ja. Hallo, ich bin der Tassilo. Ich bin 16 Jahre alt. 16? Man sieht deine Brusthaare durch, Bruder. Was? Nicht? Nein, Bruder, erzähl mir nicht. Familienvater, ja? Krank. Hast dein Bart extra für heute rasiert, gell? Hast dich rasiert für heute extra? Ich hab mich rasiert, ja aber okay. Ich hab kein Bart. So ein bisschen. Ach, hast du auch deine Beine rasiert? Ich hatte mal ein Tape hier. Also, das ist jetzt eine andere Geschichte. Ich hatte mal ein Tape, deswegen habe ich alles im Nachhinein auch, aber das ist jetzt schon länger her. Also. Okay, ich habe das Gefühl, du hast mit Absicht deine Beine rasiert, damit. Nein, hier war eine kahle Stelle und da hat man, als ich mit Kumpels draußen war, so abgezogen. So. Krank. Okay. Seit wann hast du deine Ohrringe, ja? Ohrringe habe ich jetzt vor kurzem, vor 4 Wochen oder so gemacht. Echt? Wie ist das abgelaufen, als du beim Piercer warst? Ich war mit 2 Freundinnen da. Ja. Da habe ich mich gesagt, dass ich da Ohrringe stechen will. Das war in so einem Laden einfach. Ja. Habe mich da hingesetzt und dann haben die halt so eine Pistole oder so, wie das heißt. Der ist auch raus, Jungs. Ja. Der ist auch raus. Was mit Genehmigung, Eltern unterschreiben. Haben die unterschrieben, ne? Mit 16 darfst du Ohrringe stechen lassen. Ja? Nee, ja. Mit 18. Weil ich hab vor ein paar Wochen das Rechte gestochen, da musste ich ja auch was ausfüllen. Und da stand, wenn man unter 18 ist, dann hätten die Eltern unterschreiben müssen und so. Echt jetzt? Ja, ja. Das stand da bist du dir sicher? Ganz sicher. Weil dann ist das er auch war, raus. Das war vor ein paar Wochen. Ich habe immer noch das feste Ding. Ja, weil dann ist er auch raus. Eigentlich darf man mit 16 Ohrringe stechen lassen, so. Aber ich hab mir aber... Was sagst du? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe meine auch ohne Genehmigung gemacht. Okay. Damals, als ich so jung war, 16, habe ich mir auch ein Ohrring stechen lassen wollen. Ja. Und Bruder, ich habe geguckt und bei meinen Eltern das No-Go. Ja. Bei denen zu Hause Scharia, weißt du, ich kann nicht Ohrring stechen. Ja. Dann bin ich zu einem kongolesischen Freund gegangen und seine Schwester hat mir ein Ohrloch gestochen. Was? Ich schwöre. Und guck mal, das ist jetzt 12 Jahre her, das ist nicht zugegangen. Immer noch da. Ich habe immer noch ein Ohrloch deswegen. Ich habe meins mit 4 bekommen, so richtig auf Zwang. Auf dem Sofa selbst gestochen, Alter. Ich hab's. Wie selbst gestochen? Ja, hier, das hat mein Stiefvater. Ich habe mir damals einen Helix selbst gestochen hier oben. Krass, Digga. Und wir hatten eine Zeit in der Schule, das war richtig in, dass du dir hier so ein. Das hat er damals gemacht. Und womit? Das haben wir hinter... Ich war entweder mit einer Nadel oder mit so einem Schießding. Die hatten so ein Gerät dafür. Im Wohnzimmer auf der Ledercouch. Werde ich niemals vergessen, Digga. Krass. Ja. Ja, aber mit dem unter 18, das weiß ich noch. Weil das war vor 3 Wochen. Und da habe ich gesehen, links war so ein Ding, so ein Feld mit, ich bin unter 18, hätte so ankreuzen müssen. Ja. Und da hätten die Eltern noch mal extra unterschreiben müssen. Da stand extra noch Unterschrift des Erziehungsberechtigten. Das weiß ich noch ganz genau. Was machst du beruflich? Außer Lügen. Ich habe meine Realschule abgeschlossen schon. Ja, jetzt mache ich gerade ein Praktikum, weil ich möchte Fachinformatik für Systemintegration werden. IT, okay. Was macht so ein ITler so bei dir in der Abteilung? Wir supporten Kunden und bauen da Server ein, dies und das. Und da mache ich halt gerade ein Praktikum und möchte da wahrscheinlich auch meine Ausbildung anfangen. Ich, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mit dem Ohrring. Ich wollte nur sehen, wie er reagiert, aber... Okay. Machst du Sport? Ich gehe mit meinem großen Bruder oft ins Fitnessstudio, ja. Über wen lief die Anmeldung? Auch über dich selber? Also, ich musste erstmal eine Einwilligung von der Mutter, also bin ich da Probetraining erstmal. Einwilligung von der Mutter? Warum? Nein, also man braucht schon, du darfst mit 16 erst nur mit Bestätigung von der Mutter im Fitnessstudio überhaupt mitmachen. Doch. Ich habe mich für 15 einfach so angemeldet. Ja, aber eigentlich ist das so, ich kenne das auch so mit 16, ja. Ja, ich versuche mich nur immer so ein bisschen zu irritieren. Ich musste mich auch mit 16 mit Einverständnis von meinen Eltern. Also bei uns war McFit, da gab es so diese rote Geräte, durftest du mit 18 nicht benutzen. Nur gelbe und die Geräte, ja. Die rote Geräte darfst du erst benutzen mit 18. Kennst du Fit One? Ja, ich hab schon mal gehört so. Ja, da war ich. Mann, du verirritierst mich schon, Digga. Ja. Das ist Maximum schwer, Bruder, ja? Scheiße. Ah. Wie heißt dein Arzt? Dein Hausarzt? Boah. Weißt du nicht, wie dein Hausarzt heißt? Ich weiß nicht, wie mein Hausarzt heißt. Schon lange her, ne? Damals, wo du 16 warst, ne? Ja, eigentlich hat er ja keinen Hausarzt. Eigentlich hat er einen Kinderarzt, oder nicht? Ist das so? Ja, ich denke schon, mit 16, ja, so oder? Ja. Hat man mit 16 einen Kinderarzt? Du kannst auch zum Hausarzt gehen. Okay. Digga, ich weiß nicht. Weißt doch genau, du. Ja, darf man klar, 100%. Darf man mal aufstehen, und mal, dass ich die mal von nahen sehe? Ja, klar. Ja, ne? Klar. Mal Analyse jetzt. Aber nein, die müssten doch beim Kinderarzt sein, Bruder. Bis 18. Eigentlich schon, ja. Schwierig, ne? Aber was sagst du? Der hat so kleine, süße Teddy-Augen, weißt du? Der ist so irgendwie so unschuldig. Wieso hast du Augenränder? Hast du die Nacht durchgemacht oder was? Boah, ich hab. Zugfahrt war lang. Also. Was? Ich bin sehr früh losgefahren. Also, ich wohne in München. Das ist ein Stück weit weg. Aber. Wie viele Zimmer hat deine Wohnung? Ich wohne mit meiner Mutter und meine Mama hat ein Zimmer. Mein kleiner Bruder hat ein Zimmer. Mhm. Da habe ich noch 2 große Brüder, die wohnen nicht mehr da. Aber. Wie alt sind deine Brüder? Der eine ist. Und du sagst mir, der ist volljährig? Nee, ich glaube jetzt nicht mehr.
Komm, wie er redet. Er und die Erste sind ja meine Favorites. Pass auf, wenn ich stumm machen würde, guck mal hier. Also ich hab nicht... Ja, richtig unsicher. Der hat in zweite Klasse, hat er mich geschlagen, ich war in Pause. Ich bin ein kleiner Pisser, ja, ich hatte 2 Euro. Sei ehrlich. Ja, ja, er wirkt sehr, sehr jung jetzt. Und dann hier so. Und unsicher. Warte, ich wollte hören. Oh mein Gott, das sieht aus wie Johnny Sins, Digga. Ich wollte hören, was er sagt. Andere 22. Und du? Ich bin 16. Hm. Ah, dich haben wir irgendwie schon ertappt, weil dein Gesicht ist eingefroren, als wir dich so ein bisschen hatten, meiner Meinung nach. Ja, der ist schon raus. Der ist schon raus. Was war hier so? Ja, sie sieht voll minderjährig aus, finde ich. Ja. Aber ich habe halt Sorge, dass sie so gerade 18 geworden ist oder so, ja. Weißt du? Ich denke, wenn so Apache-Lied läuft, die heult und so. Die ist so 15, Bruder. Du bist so gemein. Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr. Schwierig. Ich weiß gar nicht mehr, wie so 16, 17, 18-Jährige aussehen. Ja, ist hart. War der Satz zu hart mit, wenn Apache-Lied läuft, die heult und so? Was ist halt dein Humor? Sein Humor, echt. Bei dir ist auch komplett unsicher. Nee, die ist aber älter. Oh, du passt da echt rein, Digga. Ich sag dir ehrlich. Warte, man sieht keinen großen Altersunterschied, so? Ja? Du hast dich echt gut gehalten. Ich bin Uwe, ich bin 15. Schwierig, schwierig. Also. Ja, also ich würde sagen, hinten links wollten wir schon mal, vorne links wollten wir schon mal raus. Ja. Gehst du mit? Ja. Vorne links weg? Ja. Okay. Mensch, der schlechte Valorant-Spieler, der wird aus dem Server gekickt. Sind wir uns einig? Ja. Ja. Okay. Das ist ganz gut gemacht, aber bist du einmal bitte raus. Arrivederci. Little boy, you can go home sleeping now. Ist das deine Mutter hier draußen? Nein, das ist meine Schwester. Echt? Okay, aber ähnliches Gesicht, deswegen. Ja, okay. Jetzt stell dir vor, sie verarschen uns auch, weil die Mutter übelst jung aussieht. Ja, aber es hätte ja für sie gesprochen. Ja, genau. Und wie alt ist deine Schwester? Also sie ist 33. Nein, mein großer Bruder ist 33, sie ist 31. Oh, wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist 71 geboren, ich glaube, ich muss rechnen. 54. Hast du noch jüngere Geschwister? Eine jüngere Schwester. Überleg mal, die Mutter muss 36 Jahre alt gewesen sein, wo sie sie bekommen hat. Und sie hat noch eine jüngere Schwester. Das ist schon hart, Bruder, ja? Ich habe auch eine 4-jährige Schwester und ich bin 24. Es ist auf jeden Fall machbar. Ja, machbar ist so einiges, ja. Schwierig. Boah, ich bin auch Türkin und bei uns ist halt auch normal, dass man, also nicht immer, aber manchmal kommt es vor, dass man dann mehrere Geschwister sind. Boah, aber die könnte aber auch wirklich so 21 sein. Die ist schon ein, die ist bestimmt noch verheiratet oder so. Ja. Boah. Also ich sag, sie ist 20, Bruder. Ja, ich denke auch so in dem Dreh. Mhm. Aber noch unglaubwürdiger für mich ist sie, Asle. Die Asle ist 40, sage ich euch, Jungs. Dazu muss ich sagen, ich werde wirklich sehr oft immer älter geschätzt, weil als ich auch... Was sagst du denn, dein Gefühl? Ja, wie gesagt, der Typ hinten. Nee, von den beiden jetzt, von den beiden Mädels vorne. Also die Türkin. Aha. Die war jetzt so, ihr glaube ich, so ein bisschen mehr als jetzt die jetzt. Okay. 12, 13 war um den Alter halt. Da wurde ich auch immer so auf 18, 19 geschätzt. Boah, das also könnte aber wirklich mal, sein. Das könnte aber wirklich sein. Die sieht nicht mal so alt aus. Die macht einfach einen reiferen Eindruck. Ja. Krass. Bist du noch bei deinem Kinderarzt? Kinderarzt? Ja. Nee. Warum bist du nicht mal bei deinem Kinderarzt? Naja, ich muss da, also ich habe meinen Hausarzt. Du hast einen Hausarzt. Bruder, man muss, bis man 18 ist, beim Kinderarzt. Bist du dir sicher? Ja, ich weiß glaub, es gar nicht mit mehr. Mit 17 war ich noch bei Kinderarzt. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, gar nicht. Nee, ich glaube, ich. Nein, ich nicht. Ich denke, ich bin mir sicher an der. Also, man kann aber trotzdem, glaube ich, zum Hausarzt gehen. Ja, vielleicht schon. Also, der Hausarzt sagt dir jetzt nicht, geh weg, weil du minderjährig bist. Ja, okay. Weißt du, was ich meine? Also, ich weiß es nicht. Sache. Bei mir war das nicht so. Echt? Mhm. Boah, Digga. Ist jemand anderes von euch noch beim Kinderarzt? Du bist beim Kinderarzt? Du auch? Guck mal, dass man ist, bis man 18 ist, beim Kinderarzt. Der ist für dich zuständig. Nein, das haben die jetzt einfach so gesagt, weil du es gesagt hast. Oder einige sagen Kinderarzt, aber einige sagen auch einfach so Hausarzt. Ich glaube, du kannst das entscheiden auch vielleicht sein. Auch, weißt du? Dass die einen bleiben beim Kinderarzt. Das wäre ein bisschen komisch, weil ich habe so überlegt, mein Kinderarzt, das sind halt wirklich nur Kinder. Bruder, ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass ich damit 17 war. Ich habe damals eine Scheibe eingeschlagen, als ich so 16 war oder so. Und der Kinderarzt hat die mir rausgenommen. Überleg mal. Warum hast du eine Scheibe eingeschlagen? Das ist ein anderes Szenario, aber ich war beim Kinderarzt, bis ich 18 bin. Und ich denke, eigentlich ist man auch beim Ich durfte sogar nicht in Urlaub gehen. Ich kenne das Szenario. Genau, hier. Ja, ich weiß. Und der Kinderarzt hat die mir rausgenommen, noch mit 17 oder 16. Kinderarzt, bis man 18. Vielleicht kann sie was dazu. Oder ich lag auch wegen meinem Herzen
in der Kinderklinik, in der Kardiologie für Kinderklinik in Höchst. Echt? Ja, mit 16, 17. Ja, da ja. Ja. Also Klinikum kommst du auf die Kinderklinik, ja. Aber Arzt weiß ich nicht, ob man dann noch unbedingt beim Kinderarzt... So, erzählen. Ja, erzähl mal, wie ist denn das so beim Kinderarzt? Boah, ich bin lange nicht mehr hingegangen. Wie heißt dein Kinderarzt? Tina Templin. Gibt er dir auch immer so Schnuller, wenn du nach Hause gehst? so ein Lutscher. Hast du brav gemacht, hast du gut gemacht. Ich bin da meistens jetzt in letzter Zeit hingegangen wegen Attest oder so, ich habe mich nicht untersucht. Ich werde es noch richtig bereuen, dass ich das zu ihr gesagt habe. Okay, warte, sie sagt... Boah, ich war lange nicht mehr da. Und dann sagt sie, ich war in letzter Zeit oft nur wegen Attest da. Mhm. Pass auf. Hat sie sich verraten? Aber alles Witze, die ich gegenüber ihr gemacht habe, werde ich bereuen. Warum? Du wirst so sehen. Aber warum sagst du jetzt schon wieder so Dings? Das hat aber nichts, das hat nichts mit dem Ding zu tun, nichts mit dem Thema zu tun. Das hat nichts mit dem Thema zu tun. Haben wir was anderes zu tun. Pass auf. Versuchen lassen. So, auf nebenbei krank schreiben lassen? Ja. Sie ist es. Ich habe das Gefühl, ihre Augen tränen. Warum tränen deine Augen jetzt gerade so ein bisschen? Nein, immer wenn so viel Licht ist und ich habe die Wimpern. Aber die fangen ja jetzt erst an zu tränen. So schießt plötzlich voll raus nach dieser Konstellation, was wir gerade gefragt haben. Das ist wie bei dem Valorant-Spieler, da ist einem Gesicht direkt was passiert. Ey, hörst du Deutschrap? Ja. Wen feierst du? Meine Eins, Apache. Apache, gell? Guck mal, ich hab's gecallt, Bruder, ja? Die ist so eine, die, du hast bestimmt so eine Fanseite und so, gell? Nein, aber ich gehe so. Konzerte. Konzerte von Apache und so. Wie alt muss man sein, konzerttechnisch, wenn man hin? Ich glaube 16. Also wenn es, glaube ich, nach 22 Uhr ist, geht's nicht. Aber alles vor 22 Uhr geht. Machst du irgendwas sporttechnisch? Also ich gehe ins Gym, aber jetzt nicht so aktiv, weil ich darf nur Cardio machen und ich hatte immer mehr Spaß an Krafttraining und deswegen. Warum darfst du nur Cardio machen? Ich hatte eine OP am Rücken. Okay. Was war eine, warum am Rücken? Skoliose und... Oh. Es war ein bisschen viel und deswegen... Also das heißt, ihr Rücken ist wie eine S-Form so. Ah, ein krass. War wie eine S-Form. Krass. Was? War wie eine S-Form. War, ist jetzt wieder alles top oder was? Also es ist nicht ganz gerade, aber es ist besser so. Wurde das auch in der Kinderklinik gemacht? Genau. Also da waren auch Kinder, aber da waren auch Erwachsene. Das war so eine Spezialklinik und der Eifel. Digga, es ist einer der schwersten Folgen überhaupt für mich. Was hast, du zu deinem 18. Geburtstag vor? Ich wollte in... also mein Vater hat im Garten und da wollte ich mit meinen Freunden hingehen. Auch saufen und so? Ja. Trinkst du viel? Nee, also wir haben so eine kleine Freundesgruppe und wir gehen so am Wochenende so Bockenheimer Warteboki Bänke. Und da sitzen wir dann manchmal und trinken manchmal, aber es ist nicht oft. So, auch harten Alkohol? Ja. Sagen deine Eltern nichts? Nein, nein. Wie nein, nein? Warum nicht? Weil du volljährig die bist? Wissen nein, nicht. Also mein Vater, also ihr kennt ja meinen Vater von Erkenne den Mörder. Und er ist ja. Was? Was? Du kennst den Vater? Wie? Der hat, ja, also mein Vater. Warte, war das der? Der Vater war derjenige, der zwei Leute ermordet hat. Niemals. Der war bei Erkenne den Mörder. Ich schwöre auf alles, es war ihr Vater. Der alte der Mann, war. Der Mörder war, der zwei Leute erschossen hat. No way. Hast du jetzt verstanden, warum ich diese Witze lieber nicht machen sollte? Ja. Checkst du jetzt? Kann man die Folge löschen? Und der ist aus Frankfurt. Kann man die Folge löschen? Bruder, guck mal, wo ich bin. Ich war weg. Bleib da einfach. Ich bin einfach hinter Gebüsch gegangen. Ich sag, Nahim, dreh, Bruder, ich bin hier. Hättest du ihr deine R-Up-Flasche geschickt? Ich nehme meine Flasche, nehme alles. Ich habe noch gefragt, kiffst du und so, dies, das, Ding. Ich guck mal hier in diese Gebüsch. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Also, ihr kennt ja meinen Vater von Erkenne den Mörder. Und er ist ja. Was? Ja, was? Du kennst den Vater? Wie? Komm, mein Blick. Ihr kennt ja meinen Vater von Erkenne den Mörder. Und er ist ja. Was? Was? Wie? Der hat, ja, also mein Vater. Warte, war das der? Hä, was ist jetzt los? Ich meine, ich übers Eigen geholt habe. Ja, und dann gab es irgendwann einen Konflikt untereinander. Und dann ist halt etwas passiert, in dem ist halt zur Schießerei gekommen in meinem Laden, sodass zwei Menschen umgekommen sind. Dann bin ich verurteilt worden zu 8 Jahren Gefängnis. Und davon habe ich 6 abgesessen. Und dann bin ich im Freitag. Das war dein Vater? Ja. Wer? Der Vater hat diese zwei Leute erschossen? Ja. Ach, und das ist scheinbar ihr Vater. Der Vater hat diese zwei Leute erschossen. Das war ihr Vater. Ja, ja. Das war mit der Real Story. Ja. Ich bin hier im Gebüsch, macht weiter, Jungs. Ja? Jetzt müssen wir aufpassen. Weg, Digga. Abo. Also, auf jeden Fall, ihr habt ja meinen Vater ein bisschen kennengelernt. Der ist so eher der lockere Bruder. Typ. Bruder. Ab jetzt keine Witze mehr, Chat, Digga. Ja, natürlich nicht. Ab jetzt, ihr versteht. Boah, Digga, dein Vater ist voll stabil, der hat dich voll jung gehalten, Digga, ja, das ist krass, Digga, krass, du sagst die Wahrheit, egal ob du lügst oder nicht, nimm 500 Euro mit nach Hause. Ja, der ist locker. Da war die Hand mal kurz, irgendwas war aber locker, ne?
War zu locker vielleicht, ja. Ja, also er weiß schon, wenn ich trinke, aber ich sag's ihm jetzt nicht so, ich gehe jetzt saufen. Aber vielleicht sagt er auch, weil du volljährig bist, darfst du auch machen, was du willst, bist alt genug, ne, sagt er bestimmt, ne? Also er sagt, wenn ich 18 bin, dann kann ich generell machen, was ich will, so, ich kann alles machen dann, aber jetzt lässt er mir eigentlich auch die ganze Freiheit so. Die macht das so, ich weiß nicht, so als wenn sie so kollegenmäßig redet. Genau, als ob sie nichts zu verheimlichen. Richtig, genau. Ist einfach offen. Ja. Deswegen, wir müssen jetzt erstmal einen rausvoten und ich wäre für Mitte. Mitte ist... Du musst jetzt entscheiden, Alina. Wer ist die nächste Person? Ey, volljährig. Ja. 100%. Ja. Mit wem bist du hier heute? Ja, ich bin mit meiner Freundin. Mit deiner Freundin? Oh, mit 17 schon Freundin? Oha, 17 ist schon... Erzähl mal jetzt. Wie alt ist deine Freundin? Ja, 17 auch. 17 noch? Boah, mit 17 schon sehr früh, muss man sagen, ne? Was soll ich sagen? Seid ihr gleich alt? Ja, also ich bin ein bisschen... Also jünger bin ich ein bisschen... Ich bin ein bisschen... Ey, ich bin ein bisschen jünger! Und pass auf. Meine Freundin ist 17, auch 17. Der hat doch gesagt, dass er 16 ist. Hast du mir jetzt einen Tipp gegeben? Ach du gemein. Also am Anfang gesagt, er ist 16. Ja. Ich habe zu ihm gesagt, dass er mit seiner Freundin gleich alt, weil sie ist 17. 17, ja, hat er gesagt, ich bin ein bisschen älter, ich bin ein bisschen jünger. Oh mein Gott, stimmt, er meint ja, er ist 16. Genau, genau. Er ist raus. Ja, Brusthaare. Ich wusste, dass du 18 bist. Er ist raus, er ist raus. 100%. Das würde er ja direkt sagen. Brief und Siegel. Ja, okay. Du hast ganz gut gemacht, aber du bist es einfach bitte raus. Sehr stark, Mr. Sammy. Ja, wir applaudieren für dich. Danke, danke, danke. 8 Jahre später. Heide, danke. Kannst du das Mikrofon einmal an Asle geben? Asle, was bist du für eine Landsfrau? Türkin. Du bist Türkin? Ja. Asle, pass auf. Das sind sehr unangenehme Fragen. Ich will nicht, ich muss. Mhm. Oh, sehr gut gesagt. Pass auf. Gehst du zum Waxing? Ja. Boah, das hat 4 Minuten gedauert. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ja, vielleicht wird es auch ein bisschen so... Ja, ich will nur ein bisschen rantasten. Ja, aber es ist ja normal. Ja, klar, es ist ja nichts Verwerfliches. Ja. Ich will nur gucken, wann bist du zum ersten Mal zum Waxing gegangen? Boah, das war... Der Waxing ist Haare ab, gell? Ja. Okay. Am Ende hatte ich es falsch gesagt, das wäre ein bisschen peinlich. Nee, das war richtig. Also ich war schon jung, aber ich gehe immer in der Türkei zum Waxing. Mhm. Ich sag mal so um die 12 vielleicht. Also vor 4 Jahren? Hä? Nee, vor 5. Aha, ist viel Mathematik, ja? Mhm. Bruder, ich glaub ihr kein Wort. Also sie ist nicht alt. Aber ich denk, sie ist 19. Sie ist voll so erwachsen im Kopf. Ja. Kann sie auch mit 17 sein? Aber würdest du sie älter schätzen als sie in der Mitte? Ja, obwohl, na, sie könnte 19 sein, sie könnte so 20, 21 sein. Boah, so alt. Ja. Weil ihr, Größe täuscht auch. Ohne dich jetzt anzugreifen, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen gespielt, ihre Aufregung. Ich habe das Gefühl, du bist gar nicht so aufgeregt, aber du spielst das so ein bisschen. Ich bin schon aufgeregt, aber... Das kann ich halt nicht beweisen. So, ich weiß auch nicht, wie man aufgeregt sein spielen kann. Doch, klar. Also meine Schwester hat meinen Herzschlag gespürt. So. Sie weiß, was ich so... Von den drei, wer ist die Jüngste? Oh, das ist es wird schwierig, Alina. Meine Töne waren besser vorhin. Okay. Weil ich war am Beten, Adraris. Ich höre nur oben... Ah! Singerei, Digga. Okay, erzähl. Also ich denke, bis jetzt ist echt die Alina. So. Aber ich weiß es nicht. Okay, also du. Ich bin das nicht. Okay. Ja, aber jetzt ist besser. Aus welcher Stadt bist du? Nähe Stuttgart, Karlsruhe. Boah, bist du lang gefahren, ne? Ich war sowieso in Köln bei meiner Schwester. Wie oft habt ihr euch gewechselt beim Fahren? Wir sind mit dem Zug gekommen. Und wer, wenn ihr beide zusammen fährt, so, wer zieht am meisten durch beim Fahren? Wir haben beide keine Autos und ich habe auch keinen Führerschein. Scheiße. Jungs, wer von denen ist ein Kind? Gib mal bitte ihr das Mikrofon. Rap uns mal ein Part von Apache vor. Ey, das, sag mir einen Song. Es, was du willst. Du bist doch Fan. Er ist ja der Musiker von uns. Wir machen Fotostaschen platzen, aber... Diese Kippen kratzen gerade so wie damals. Fühlst du das auch? Sie ist 17. Sie ist 17. Bruder, welches Kind wird ein Part rappen, wenn man es ihnen sagt, rap mal ein Part jetzt vor? Verstehst du? Ich hab gerade gefragt. Vielleicht. Nein, auch nicht. Ich weiß nicht. Ja? Ich hab doch gesagt, das ist Alina, ja? Ja, das ist Adina. Bruder, die ist 17. Sie gibt mir richtig diesen minderjährigen Vibe. Ja, genau. Die haben dann so eine Dings, und dann aber dieses Kindliche bricht dann manchmal richtig, so ein. So. Richtig. Ja. Geh doch mal rum. Guck dir mal ins Gesicht, dann hast du vielleicht besseres Dings. Weil ich bin auch jetzt langsam, habe ich so. Okay, okay.
Mhm. Abla, salam alaikum, Abla, ja? Alaikum salam. Mhm. Guck mal, wie groß ich bin, Digga. Ist es mal jemandem aufgefallen? Ich denke mir nur gerade, warum steht mein Mann auf einfach? Boah, Spaß. Ja, Mikrofon muten, Digga. Ja. Okay, die ist auch groß. Ja, aber du bist groß. Guck mal hier. Guck mal, Chat, Digga. Die ist sag auch doch 1, mal was, Digga. So. Sag doch mal 1,90. Du kannst auf Kopf spucken und so. Mach doch mal jetzt diese Witze, Digga. Okay, mir ist sogar ein Detail aufgefallen, ja? Ja, was denn? Jetzt gerade beim Laufen? Ja. Siehst du, das hilft, ne? Ja, ja, das hilft. Ja, was ist dir aufgefallen? Ich will die Person nicht in unangenehme Dinge bringen. Ja. Ja. Aber eine hat so leichte Babyhaare hier auf der Haut. Ja, ja. Das ist sie hier. Ja, so an den Armen, ne? So an den Armen, so leichte Babyhaare. Und das hat was zu heißen? Ja, ich weiß nicht. Ich habe halt so das Bild in meinem Kopf, vielleicht ist auch falsch, dass jemand so mit 15, 16, 17, der achtet... Rasieren sich auch noch nicht die Arme rasieren und sich so. Noch nicht die haben noch so andere Dinge im Kopf. Ja, ja, ich verstehe, ich verstehe. Wenn ich so zurückdenke, für mich waren so Sachen wie, ich gehe mit den Jungs auf den Bolzplatz, das war so meine Meta zu dieser Zeit. Mhm. Mich war nicht, ich muss jetzt jede Woche Haare schneiden gehen oder ich muss das und das machen. Ich war einfach Kind zu dieser Zeit. Und das meine ich so. Aber auch bei den Frauen merkt man noch, irgendwann kommt das Interesse, dann rasieren sie sich überall. Weißt du, sie macht ihr Waxing, sie ist schon voll im Film. Ja, Waxing ist schon dieses... Das ist oft professionell so. Auf, ich gehe mit meinen Mädels heute Abend raus. Ja, genau. Das heißt, links kicken wir erstmal raus, oder? Gehst du mit? Ja, geh ich mit. Weißt du aber auch, warum? Hm? Weil ich es krass finde, dass man mit 12 zum Waxing geht. Also, manche sind Ding aus Dschungelbuch. Aber sie sieht jetzt nicht aus wie jemand, der stark behaart ist oder so. Ja, weißt du nicht, weil aber sie bei Waxing war, weißt du? Ja, weiß man natürlich nicht. Vielleicht die hat Schnurrbart, Vollbart eigentlich, wie Pierre Vogel so. Nee, aber sie ist, war das die mit der Fahrschule, wo sie gesagt hat, sie weiß nicht, wie viel Nachtfahrten sie hat? Ja, ja, dann ist sie raus. Okay. Ja, würde ich auch sagen. Würde auch sagen, okay. Ja. Aslan. Hast du ganz gut gemacht, aber du musst einmal bitte raus. Nike Case. Alter, wenn ich deinen Namen lese, ich will Fortnite spielen, Digga. Dankeschön für 21 Monate. Okay, Finale, Jungs. Ja, also ja. Ich tendiere tatsächlich zu rechts, muss ich sagen. Ja, ich auch. Mittlerweile. Ja. Links ist mir ein bisschen zu... Ja, ich weiß nicht. Können wir das links nochmal ganz kurz? Aber ich kann auch 18. Wann warst du denn zuletzt beim Kinderarzt und warum? Wir waren beide beim Kinderarzt. Allgemein selten zum Arzt, weil wenn ich krank bin, trinke ich einen Tee, bin daheim. Arzt, mal, wir hängen immer beim Kinderarzt rum. Was sagt denn so der Frauenarzt? Boah! Vorhin habe ich schon dran gedacht. Ja, aber gut. Jetzt kommen wir auf die Sachen. Also ich war noch nie beim Frauenarzt und ich habe ehrlich gesagt auch Angst, zum Frauenarzt zu gehen, weil auf TikTok wird einem voll Angst gemacht darüber, weil da gibt es ja diesen gruseligen Stuhl. Aber du warst noch nie beim Frauenarzt? Was sagt denn rechts? Was bei dir mit Frauenarzt? Ich war auch noch nie, aber ich hab... Was? Die müssen mal zum Frauenarzt alle? Ich weiß, also ich schiebe es die ganze Zeit auf. Gibt doch hier HPV und so, wo man sich impfen kann und die ganze Geschichte. Wir müssen doch Vorsorge betreiben. Ja, also diese mit Gebärmutterhals, das haben die beim Kinderarzt vor, keine Ahnung. Da ist doch diese eine Untersuchung, wenn man in die Pubertät kommt. Ja. Und dann haben die halt gefragt, ob man die Impfung haben will. Und meine Eltern haben halt Nein gesagt und... Oh, aber das ist eine ganz wichtige Impfung, sag ich dir wirklich. Ganz, ganz wichtig. Was mit der Pille? Nix. Brauch ich nicht. Noch nicht. Was bei dir mit Pille? Hm, benutze ich auch nicht. Wie sieht denn die Pille aus? Ich glaube, da ist halt Montag bis Freitag aufgelistet, aber ich habe es nie genommen, ich weiß nicht. Das wirkt zugespielt. Ja. Sie weiß ganz genau, was ja, ihr müsst doch alle zum Frauenarzt. Nein, ich weiß nicht, wie das genau aussieht, aber... Was ist, wann gehen die alle zum Frauenarzt? Ich weiß es nicht. Schon mit 13, 14, man muss doch gucken, untersuchen. Ja, es gibt doch auch so mehrere Untersuchungen, oder? Ja, man muss doch da hin. Das kommt mir jetzt nicht, ob irgendwas stimmt da nicht. Ja, also, wie gesagt, mein Gefühl ist bei rechts. Links studiert schon, oder? Aber wie lässt, guck mal, wie sie da steht. Guck dir diesen Stand an, Digga. Einfach, ich habe gar nichts, was wollt ihr von mir? Das ist richtiger Motherfucker-Stand, Digga. Hast du schon mal einen Freund gehabt? Nee, aber bestimmt nicht wegen dem Alter, weil dein Vater, der hätte ihn, oder? Nein, mein Vater, so, es juckt ihn nicht, hat einfach nicht geklappt, so. Okay. Oh, warum, Mann, hast du keine Ohrringe? Also ich hatte welche, als ich jünger war, aber ich habe die nicht drinne gelassen. Wie alt warst du da? 13. Sag mal immer Frankfurterler. Frankfurterler. Bruder, die ist minderjährig. Die ist 100% 17. Die wird niemals machen sollen. Die ist 100% 17. Ich habe das Gefühl, links arbeitet beim Finanzamt und rechts ist... Du entscheidest jetzt. Ich muss... Warte, okay. Entscheide jetzt, ja? Ja, ich denke, ich gehe auch mit rechts. Auch mit ihr? Ja. Also du bist es. Also du bist minderjährig. Warum ich? Ich bin nicht minderjährig. Ich bin 24 Jahre alt. Okay.
25. April 1999. Okay. 17. Wirklich so Frankfurt, ja. 17, Schild auf Bank, genau. Mucke und so, ne? Genau. Den Eindruck habe ich so, wenn ich die beiden jetzt so sehen würde, ja, würde ich das so denken. Links ist ein bisschen so gespielt, aufgeregt und sowas. Mhm. Extra hier hängen bestellt, weil sieht kindlich aus, so mit der Größe auf süß, genau, und so. Schwierig, Jungs, wir müssen uns entscheiden. Ja, ja, also ich bin für rechts. Ich bin auch für rechts. Klar. Also okay, rechts ist minderjährig. Ja. Ja. Tendiere ich auch, muss ich irgendwie. Sind wir uns einig? Ja, ja. Okay. Das heißt, wir denken, dass du die Wahrheit sagst und du lügst, dementsprechend bist du raus und dann machen wir jetzt. Hast du sie eingeloggt? Du hast eingeloggt, ja? Warum ist jetzt die Gurke? Hast du eingeloggt oder nicht? Ja, habe ich. Okay, da. Ich bin so nervös. Das ist die in der Mitte. Das ist die in der Mitte. Nein, okay, oder? Doch, das ist die in der Mitte. Yeah! Oh! Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt. Ich hab kurz Angst bekommen. Hat doch seinen dann die Fliege umgekehrt. Die Fliege war nicht dumm. Sie machte summ, summ, summ. Und das hat Hussein Abi ein Euro 20 reingeschickt. Er schreibt stark Alina. Und Alina hat auch 15 Jahre alt gewesen. Und Patron haut einen 33. ja! Das ist alles für meinen Sieg, oder? Oh, guck mal, Walla, seid gegönnt, Walla. Isan, dankeschön. Isanji. Isanji mit nochmal. Ey, Isanji. Weißt du, dass er gerade eben seine erste Nachricht in den Chat geschrieben hat? Echt? Und er hat schon 20 verschenkt. Aber Isanji, oder? Isanji. Walla. Isanji. Machen wir Isan. Ist okay, Isanji? Ist Baba, das ist Baba-Name eigentlich. Jetzt will ich aber wissen, wie alt die alle sind. Zeige ich dir sofort. Okay. Pop. Schön. Geil. 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 Sehr geil. Easy geil, going, Jungs. Easy going. Aber habt ihr alle wirklich gut gemacht und ich muss sagen, ihr seht alle wirklich ultra jung aus. Wie alt seid ihr jetzt alle in echt? Das, ja, das interessiert mich echt, ne? Wir können ja mal links anfangen. Was denkst du? 21. Chat, was denkt ihr? Die sieht genau aus wie eine 21-Jährige. Ich habe auch so geschätzt, 2021 habe ich geschätzt. Ich werde im November 22. Ich wusste es. Ich habe es aus ihren Augen gelesen. Ich habe so oft jünger geschätzt. Ja, deswegen hast du auch mitgemacht. Ja, aber lass mich raten, lass mich raten. Krass. Bei jedem. Ich jetzt 19. Na, 20. Spannend hier. Komm, Brusthaare. Ich bin 19 Jahre alt. Hey. 19! Ey, ich bin krass. 19 gesagt. Und wie alt ist deine Freundin? 17. Ach, das stimmt schon. Und du bist? Okay, stopp. 22. Ich bin 18. 18, okay. Auch knapp, ja, aber sehr knapp. 18, das ist schon. Marin. Er hat gesagt, er ist 16. 18. Spieler, was ist bei dir jetzt los? 30 und Dachdecker oder was? Na, also Beruf war auch richtig, Geburtstag auch. Nur, ich bin 21. 21? Joa, sag er 16. Das ist heftig, Bruder, ja. Aber man hätte sie mir fast abgekauft. Ja, so. Was denkst du, wie alt bist du? Ich bin 24. Wie alt ist Alina? 17 oder nicht? Hat sie doch gesagt. Ach stimmt, ja. Sie war doch die Minderjährige. Hä? Alles okay bei dir? So müde. Sichtstechnisch passt das. Ist schon krass, ja. So bei dir jetzt? Aber man hat, ich bin man so, sieht ihr es doch an, Digga. Von Anfang an war sie meine Favoritin. Als ich sie gesehen habe, ich habe mir gedacht, Digga, die ist höchstens 14. Weißt du, was mich eigentlich überzeugt hat? Ein Armband. Das auch so. Das hat mich von Anfang an überzeugt. Ich habe auch gesagt, guck mal, das sind doch diese Jugendlichen, die das so haben und so. Ja. So genau, ja. Und die, so die machen davon die und gehen so damit duschen und so. Ja, die machen Papiertüte da drum, damit es nicht nass wird. Damit es nicht nass wird, die Erinnerungen und so, weißt du? Nicht Papiertüte, Plastiktüte. Aber geil, dass wir vor Brahim, das heißt, dass wir richtig gut sind, ne? Ich schwöre, das. Als ich im Raum war, haben die mich alle älter geschätzt die ganze Zeit. Deswegen hatte ich ein bisschen Schiss. Aber krass. Ihr wart richtig. Okay, krass. Ja, geil, Mann. Schön. Ja, wenn ihr was erwähnen wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne machen. Ja. Auf TikTok bin ich Main Character Alina und auf Insta Alina Tuff. Eva, Main Character, Digga. Ich habe weder Insta noch. Den Dieter, Tarek und Magda und überall, wo man eigentlich suchen kann, Maxi Muster. Maxi Muster, Alter. Insta ist _asia.01 und ich grüße meine Freundinnen und alles Gute an meinem Vater. Er hat heute Geburtstag. Und ja. Mein Insta ist tassilo.st. Ich grüße meine Jungsgruppe Lunte. Lunte, Alter! Schöne Grüße an die Lunte! Ich heiße auf Instagram melicam.x und auf meiner Seite sind, die sind doch immer aufgeregt und so. Die machen auch Social Media. Falls jemand sich für türkische Historie interessiert, macht mein Bruder Content. Tamam! So. Ja.
Also habe ich es gewonnen. Du hast es echt gut gemacht. Aber warum kriege ich nur eine Bestrafung und keinen Preis? Das haben wir auch nicht ausgehandelt. Ich hab aber gesagt, ich möchte einen Preis haben. Ja, aber ich habe nicht Ja gesagt. Musst du erstmal so, verstehst du, so ein bisschen verhandeln. Ich wollte Alina, verhandeln, du hast mich abgeschoben. Seid ehrlich, Dad, hat es gut gemacht. Dann ein Herz für Alina in den Chat. Glückwunsch zu deinem 17. Geburtstag. Seid ehrlich, habe ich verdient, endlich in Urlaub zu gehen? Nach 5 Jahren Ehe. Habe ich es verdient? Nachdem er in Thailand war, wohlbemerkt. Habe ich es verdient oder nicht? Ohne uns, ne? Also, ich habe doch jetzt endlich mal meine Primetime verdient, oder? Habe ich oder habe ich nicht? Guck mal, überall Einsen. Oha, es gibt wirklich Leute, die Zweier schreiben. Oh, Bann! Bann! Ich hoffe, ihr werdet nie in Urlaub gehen. So. Jetzt ist es ausgesprochen. Ich mache Dua gegen euch. Ja, ok, tschüss, ich gehe jetzt mit diesen Zweiern. Ihr macht es extra. Mama, ich weiß, was dich interessiert. Es ist hier so leicht, sein Gesicht zu verlieren. Zwischen Krise und Wohlstand, bra, wollte ich dir nur die Miete im Monat zahlen. Walla, mach para, inshallah, nützt das was? Denn ich fütter die Hand, die gefüttert hat. Ich hab auf die Chance nur gewartet. Rap La Rue, ich komm von der Straße.